Hallo, ich bin Tanja Hausmann und das ist mein Kreativkanal Dacrela. Hier geht es rund um Basteln und Gestalten. Und ja, ich habe heute meine dritte Kartenidee für dich, für eine einfache Weihnachtskarte. Und ja, wir haben es schon bald Weihnachten und du weißt ja, dass ich meine Serie bislang nicht fortführen konnte aus aktuellen Corona-Gründen. Und ja, jetzt geht es aber weiter. Und heute ist, wie gesagt, der dritte Teil. Ich habe jetzt hier Designpapier genommen. Das schneide ich mir erstmal zurecht. Man kann natürlich auch ein anderes Designpapier nehmen und einfach nur die Motive ausschneiden, die man gerne haben möchte. Quasi wie eine Bordüre. Jetzt habe ich hier 10 x 14 cm großen Hintergrundkarton. Das ist aber diesmal so Glitzer-Scrapbooking-Papier, was ich eigentlich ganz gerne benutze. Und ich finde, das sieht so richtig schön aus, weil es halt durch diesen Glitzer, es ist nicht zu kitschig, aber es ist auch sehr edel, finde ich. Und ja, das passt eigentlich sehr schön zu einer Weihnachtskarte. Jetzt nehme ich mal wieder so ein Stück Band, Saturnband, und klebe das einmal auf. Ich fixiere mal wieder hinten einfach nur die Stücke und klebe das einmal fest. Dann nehme ich mein Falzbein, drücke es etwas an. Jetzt nehme ich meinen doppelseitigen Kleberoller, verteile den Kleber auf den Hintergrund und klebe das Ganze auf meine vorbereitete Doppelkarte. Da habe ich die einmal, ja, diesmal längst zugefalten, wie du siehst. Als nächstes nehme ich mal einen Stempel und stempel einmal einen Spruch auf. Den schneide ich dann auch wieder aus, um ihn dann auch wieder auf Fotokarton in Braun zu kleben, passend zur Karte. Und das zusammen klebe ich dann mit 1 mm Klebefetz auf. Wie du siehst, man kann auch ganz schnelle, einfache Karten mit wenig Materialien basteln. Jetzt nehme ich mir hier einen Stanzer und stanze mir nochmal ein paar Sterne aus. Ansonsten kannst du natürlich, wenn du keinen Stanzer mit Stern hast, das natürlich auch vorzeichnen und einfach mit der Hand ausschneiden. Den dritten Stern, den klebe ich jetzt mit einem 3D-Pad auf. Dann haben wir auch verschiedene Etagen. Das bringt das Ganze noch so ein bisschen Lebendigkeit in die Karte. Ja, jetzt mache ich noch von innen auch noch mal was hin, was ganz Einfaches. Und damit es zur Karte passend ist, loche ich unten noch mal einen Stern ein, nehme doppelseitigen Kleberoller und klebe das Ganze nach innen ein. Und schon habe ich meine schnelle, einfache Karte, die du auch sehr schnell noch so last minute vor Weihnachten basteln kannst. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleib gesund, bastel dich glücklich, deine Tanja.